Hallo, für mein Story ist das hier jetzt noch mal für Marihuana. Ich vertrage es zum Beispiel nicht so gut, andere Leute vertragen es besser. Ich habe schon wirklich übelste Paranoia davon gehabt. Ich habe auch schon bronchiale Anfälle davon gehabt, wo ich keine Luft mehr gekriegt habe. Bei Stein ist das ganz schlimm, ja. Jeder, der viel Stein nimmt, kriegt garantiert auch mal Paranoia. Das kennt ja jeder. Und das ist ganz schlimm, ja. Da hält man jeden für Polizei oder man läuft in Angst durch die Gegend, ja. Sucht sich Ecken, in denen man sich verstecken kann. Und doch treibt es einen wieder dazu, diese Steine zu nehmen. Depression, Paranoia, das gehört alles dazu. Ja, das ist halt das, was Drogen bringen, was Drogen mit dem Unterbewusstsein machen. Ist ja nicht gut für einen. Mag sein, dass es Tabletten gibt, die Depressionen verhindern oder Paranoia. Drogen rufen es auf jeden Fall hervor. Insbesondere die Steine, die hier rumgehen mit dem Dreck drin. Pure Koks ist auch nicht viel besser, ja. Und ja, auch Marihuana, wenn ihr merkt, ihr vertragt es nicht, lasst die Finger davon, es bringt euch nicht weiter. Ich habe nicht die Finger davon gelassen. Ich habe so lange gekifft, bis ich es gut vertragen habe, ja. Oder mir eingeredet habe, ich vertrage es gut. Ist aber nie viel besser geworden, ja. Das letzte Mal gekifft habe ich gestern Abend. Heute Abend werde ich auch wieder kiffen. Ich werde jetzt heute noch Heroin nehmen. Stein garantiert auch noch. Dann wird mein Geldbeutel leer sein. Und ich werde heute Abend noch probieren, Geld zu machen. Dafür. Mein ganzes Hab und Gut habe ich verloren. Alles, was ich mal hatte. Werkzeug oder was einem wichtig war. Fernglas, was man als Hobby bezeichnen könnte, was man da mal gehabt hat. Alles macht mir irgendwie zu Geld oder tauscht es halt. Ja, ich danke euch fürs Zuhören. Nehmt es euch zu Herzen. Ich bin kein weiser Mensch, ich bin ein Arschloch. Ja. Das ist aus mir geworden. Und ein Idiot, der sowas gemacht hat mit seinem Körper. Weil das kann ich nicht mehr rückgängig machen. Ja. Die ganzen blauen Flecken, die ganzen Abszesse, von denen ich erzählt habe, das wird bleiben. Handelt euch so einen Ärger nicht ein. Guckt, dass er sauber bleibt.